Moin Moin und herzlich willkommen zu Fable 3. Neues Projekt, neues Glück, neues Spiel. Ja, nach gefühlten 2 Monaten endlich mal wieder an Let's Play. Warum, weshalb, wieso, weshalb, so lange, warum jetzt, warum was Neues? Fangen wir am besten an mit, fangen wir an, was überhaupt mit den alten Projekten los ist. Sprich Slender, sprich Kingdom Hearts, sprich Amnesia und sowieso Super Mario World. Das ist alles zu viel. Ja, Slender ist so eine Sache. Irgendwie, das ist, ich glaube, euch macht das Spaß, wenn ich mich da erschrecke etc. Aber das ist echt heftig für mich, ne? Muss ich mir ehrlich so sagen. Ich habe mir da schon so oft beinahe in die Hose geschissen, das ist nicht mehr feierlich. Und, ja, keine Ahnung, also auf Dauer könnte ich das nicht mehr spielen. Ab und zu mal vielleicht der neueste Slender-Teil mal so anzocken oder halt eben irgendwie zum Beispiel ein Voting müsste ich mal irgendwie machen, welcher Teil denn ihr euch denn als nächstes angucken wollt. Oder irgendwie sowas muss ich mir was einfallen lassen. Und, weil das ist echt heftig, ne? Also, keine Ahnung, ich habe da immer Angst überhaupt zu spielen, ne? Da fängt schon an, da sind schon die Hemmungen überhaupt ein Let's Play von diesen Slender zu machen. Einfach weil diese Angst viel zu groß ist, da so erschreckt zu werden, dass ich halt eben, wie schon erwähnt, mir fast in die Hosen kacke. Ja, dann hätten wir noch Kingdom Hearts übrig. Muss ich dazu sagen, ich habe es gefühlte 7000 Mal durchgespielt. Und irgendwie ist die Motivation weg. Ne? Also keine Ahnung, es reizt mich irgendwie nicht mehr weiterzuspielen. Gerade in diesem Early Game, wo halt eben alles noch so verklatscht ist. Und es geht auch, muss ich sagen, es ist ein geniales Spiel. Das will ich gar nicht bestreiten. Aber irgendwann geht einem dieses Gequieke und Gesacke so auf den Sack von Donald, Goofy, Mickey Mouse und hau mich tot. Muss ich gucken, wenn irgendwann mal wieder die Lust da ist, spiele ich es definitiv weiter. Dann hätten wir noch Amnesia. Ja, kann man eigentlich gleichsetzen mit Slender. Ich bin irgendwie, was Horror-Anspiele angeht, das war schon mit 4-2, das war echt schon zu viel. Das war echt eine Überwindung, das überhaupt durchzuspielen. Muss ich auch mal gucken, dass ich das irgendwann mal weitermache. Aber momentan, was Horror-Games angeht, boah, sprecht mich bitte nicht drauf an, das ist so schlimm. Ja, und jetzt zum letzten Thema, Fable 3. Es ist ein richtig geiles, hammergeiles Spiel. Gut, im Gegensatz zu seinen Vorgängern kackt die Sozial ziemlich ab, aber es ist trotzdem immer noch geil. Zuerst hatte ich eigentlich geplant, Final Fantasy X zu zocken. Dann habe ich mir gedacht, boah, so ein Mammutprojekt, ne? Ich kriege ja noch nicht mal Kingdom Hearts auf die Reihe und dann so ein dickes Spiel, was bestimmt so 200 Parts dauern wird, dann anzufangen. Gerade auch, weil diese mein Emulator zocken uns ab und zu mal leckt, gerade in den Videosequenzen. Schon ausprobiert, habe ich mir gedacht, irgendwann mal, ne? Ja, ach verdammt, ja, scheiße, ich muss ja irgendwie ein neues Spiel hier starten. Ich habe gar nicht mehr, na, wie geht das denn? Das war jetzt fail. Ja, habe ich gar nicht dran gedacht, ich habe ja schon das Spiel durch. Ja, ihr seht jetzt schon so ein paar Sachen, ne? Wir haben einen Hund, aber ich versuche das jetzt, ich mache mal kurz hier einen Schnitt und mache gleich weiter, ich guck mal, wie ich hier ein neues Spiel starten kann. Bis gleich. So, jetzt habe ich es hinbekommen. Nochmal von vorne. Tut mir leid, ne, dass ihr das jetzt gesehen habt. Leichter Spoiler etc. Die Geschichte. Aber ich habe mir eben jetzt die Fresse. Dem Königreich droht eine Revolution. Aber ach, welcher Held scheiße, soll die Rebellion anführen? Ja, könnt doch ein Prinzesschen nehmen, ne? Die kleine Hübsche, aber... wir machen Prinze. Achso, gedrückt halten. So. Ja, ich spiele auf dem Controller. Schwierigkeitsgrad. Ich meine, ich habe es zwar schon durchgespielt, aber irgendwie, keine Ahnung. Machen wir mal normal. Natürlich, der Prinz. Ja, ihr müsst sehen, wie euer Königreich wirklich ist. Ich habe es jetzt seit einem Jahr nicht mehr gespielt. Abgesehen von heute. 26.12.2012. Zweiter Weihnachtstag. Weiß ich, hatte ich eben noch gesehen, als ich Steam geöffnet hatte. Hat er mir das angezeigt, wenn ich das letzte Mal gespielt habe. Also guten Jahr. Deswegen ist auch viel Flöten gegangen. Ja, die erste Zwischensequenz, die halte ich nicht besser. Albion ist nun im Industriezeitalter. Es ist auch das Zeitalter der Unterdrückung. Wenn Freiheit nichts als ein Traum ist. Man muss Stellung beziehen, um eine Rebellion zu führen. Um ein Held zu sein.
Willkommen in der Stadt der Unterdrückten. Wer hier wagt, aufzubegehren, wird bestraft. Und wer hier wagt, zu hoffen? Die Lage ist hoffnungslos. Das Übel. Wahre Rebellen geben nie auf. Doch sie siegen nicht allein. Der Aufruhr hat begonnen. Doch wer führt die Revolution an? Ah, das ist, Fable ist einfach ein Spiel, das ich halt selbst auf den Arm nehmen darf. Das ist cool. Man hat es schon so ungefähr im Intro gesehen. Also man hat es im Intro gesehen, wie dieses Spiel ungefähr ablaufen wird. Viel Humor mit dabei. Solche Spiele gefallen mir schon eher, als dass ich von jeder Ecke irgendwie erschreckt werde. Ah. Was für ein schlimmer Anblick. Oh, das ist so schlimm. Das ist ein viel zu schöner Tag, um ihn zu verschlafen, oder? Ich hab's jetzt anders gesehen. Was? Haut ab, Jasper. Diese Antwort ist eines Prinzen kaum würdig. Verzeiht. Zeit zum Aufstehen. Wenn ihr erlaubt, werde ich auch euren Gefährten hier wecken. Ach, bei solch royalem Verhalten geht einem das Herz auf. Gut geschlafen? Das wird ein anstrengender Tag. Na komm, wenn ich aufstehe, musst du es auch. Das wird nicht funktionieren. Sieh mich nicht so an. Braves Hündchen, brav, brav. Was für ein Paar. Wir sind alle verloren. Dum, dum. So, bevor ich es vergesse, bevor wir hier überhaupt spielen werden, muss ich erstmal kurz was einstellen. Und zwar... Nein, jetzt, was habe ich denn? So. Definitiv Soundstärke. Na. Bom, bom, bom. Ungefähr Mitte sollte reichen. Ja, machen wir so. Wir sind alle verloren. Wir sind alle, verloren. So, passt, sitzt, hat Luft. Schiesel. Nein, zurück. Wie mache ich? Nein. Ich will das speichern. Ach, annehmen. Okay. Ach so, alles klar. So, Fable, geniales Spiel, sehr geniales Spiel. Jetzt suchen wir unsere erste Kluft aus. Wollen wir eher der klassische Prinz sein oder eher der Rebellenpirat? Das sieht schon eher so aus. Oh, das sieht doch sweet aus. Ich will das da. Was kostet das? Ich will es kaufen. Achso, bitte. Ja. So, ja, denke ich auch, dass sie davon sehr begeistert sein wird. Ach ja, und dieses Spiel ist sehr von Dingsbums, von euren Antworten bzw. von eurem Tun sehr beeinflussbar. Das ist auch noch so eine geile Sache. Alles, was ihr für Entscheidungen trefft, das wird im späteren Verlauf auch halt eben spürbar sein. Und ja, wie gesagt, wir haben einen Hund. Das war also schon nicht gespoilert, als ich euch das eben gezeigt habe, weil, wie ihr seht, haben wir die direkt von Anfang an. Öffnen. Ja, wir können eine Tür öffnen. Ja, so cool. Schreiben wir Standen, Freunde.
Sehr gut. So, jetzt brauche ich auch ein bisschen Sound. Jetzt habe ich es bei mir auch etwas leise. So. Na, Captain. Nee, wer ist der? Gärtner? Verneige dich. Was kann ich machen? Händchen halten. Komm mit. Wir gehen zusammen. Wie gesagt, das meine ich auch noch so mit. Fable kann sich selbst irgendwie echt in den Dreck ziehen. Das ist einfach Fable, das darf das. So, und wer noch nicht die vorigen Teile gespielt hat, Albion, wie ihr eben schon im Intro gehört habt, ist dieses Land. Das heißt Albion. Allein wer die letzten Teile schon nicht gespielt hat, schämt euch, holt es nach. Es ist mega geil. Gerade The Lost Chapters, eins der geilsten Teile überhaupt. Das ist der geilste Teil. So. Wollt ihr mich beschützen? Das ist Eliza oder Elise. Im Kampf taugt ihr nichts. Hab ich recht? Hab ich recht? Ich werde euch beschützen. Ich weiß nicht. Ihr seht nicht besonders stark aus. Könnt ihr mir vielleicht eure Fähigkeiten... Ach, was, pure Muskeln. Was haben wir denn für Fähigkeiten? Ja, das sind jetzt tolle Fähigkeiten. Die werden im Kampf bestimmt sehr hilfreich. Umarmen. Ich kann den Gegner umarmen. Vielleicht lässt er mich dann in Ruhe. Und küssen. Vielleicht kämpft er dann auf meiner Seite. Sowas machen wir. Ich meine, schlecht sieht sie ja nicht aus, ne? Gucken wir mal. Ja. Dekolleté, stimmt. Na komm, geh mal aufs Ganze. Oh, so sweet. So cute. Beide glücklich vereint. Ist das nicht süß? Wie ist das? Gar nicht mal so übel. Ich glaube, das geht. Ja, das sind Kampffähigkeiten pur. Hat Jasper gesagt, dass ich ersprechen wollte? Ja. Ist etwas passiert? Ich weiß nicht. Aber irgendwie sind alle im Schloss wegen eures Bruders noch nervöser als sonst. In der Stadt ist das noch schlimmer. Echt? Zeig mal. Oh, kick nochmal. Industrie halt. Hört zu, ein Fabrikarbeiter soll hingerichtet worden sein. Es ist so, muss ich halten. Gerücht, aber die Leute reden natürlich. Ich habe dem Schlosspersonal gesagt, dass ihr zu ihnen sprechen werdet. Werdet ihr das tun? Es könnte Schreckliches passieren, wenn niemand die Lage beruhigt. Glaubt ihr, das hilft? Ja, sie mögen den König zwar fürchten, aber ihren Prinzen lieben sie. Werter Prinz. Ja, komm mit. Ich zieh dich. Gut. Komm, geht Bewegung. Mir. Beil dich. Klappe halten. Los. Kann ich auch irgendwie sprinten? Konnte ich da auch, glaube ich, oder? Glaube ich, nein, komm mit. Ihm nicht stimmt. Komm. Er hat sich so verändert. Komm. Und er sieht immer so furchtbar müde aus. Das ist es. Alles gut. Na, komm. Komm, Händchen. Ah, mein Herr. Aber wie gesagt, was ich eben noch sagen wollte, oder generell, das habe ich eben auch vergessen noch zu sagen, es ist auch das erste Mal möglich, dass unser Held sprechen kann. Ja, normalerweise war er immer ein stumpfer Held, der die Klappe gehalten hat und ja, getan hat, was man ihm sagte. Jetzt ist das anders. Man hat eine eigene Meinung. Wow. Aber wie gesagt, wer von euch noch nicht... Hä? Ich dachte, das Chicken wurde eben erschossen. Ey, egal. Wer von euch noch nicht Dingens gespielt hat, Fable, die ersten... zwei, beziehungsweise drei Teile mit Lost Chapters. Spielt es. Den zweiten nicht unbedingt, der zweite soll wohl ziemlich beschissen gewesen sein. Habe ich nie gespielt, von daher kann ich das schlecht sagen, ich höre es nur so. Was, ja, das ist auch so eine Entscheidung. Was wollen wir machen? Wollen wir eher der Nette sein oder eher das Arschloch? Ich muss dazu sagen, ich war in vorherigen Teilen, also ich habe es ja auch schon durchgespielt und da war ich eigentlich immer so der Nette, der immer versucht hat, das Gute zu tun. Jetzt bin ich am Überlegen, einfach mal richtig das Arschloch auszulassen. Komm, wir machen Arschloch. Wir sind Arschloch. So. Wir erwarten schon eure Ansprache. Es ist ein Privileg, dass ihr in diesem Schloss arbeitet und dem Land dient. Ihr habt Vorgaben zu erfüllen und ich erwarte, dass ihr immer und um jeden Preis euer Bestes gebt. Wir leben in schweren Zeiten. Aber ich kann euren Unmut und diese wilden Gerüchte nicht dulden. Also, zurück zur Arbeit. Das war mal eine Rede. Ihr wart sehr gebieterisch. Ja, was muss, das muss, ne? Oder hätte es gefallen.
Aber bedenkt, dass nicht nur Angst zu Loyalität führt. Gut. Seid ihr bereit für euer Training? Ja, ja, mach mal. Auf ihn auf, Walter. Kommst du mit? Nein. Das meine ich damit. Also ihr könnt jetzt schon, in dem Zusammenhang habt ihr jetzt schon den offiziellen Einfluss, also ihr habt schon wirklich was verändert in dem Sinne, ne? Habt jetzt eine schlechte Rede gehalten und der Typ hier, der Walter, hat euch direkt mal hier eins vor die Nase gepackt. Ne? Normalerweise, wenn ihr dann das Gute macht, habt ihr gut gemacht, dann war da eine schöne Rede, ne? Das war ja super. Ne. Komm, Walter, speck mal ein bisschen ab hier. Lauf mal schneller. Viele Leute wollen heute zu eurem Bruder. So, erzählt mal, was habt ihr für Probleme, Freunde? Herr Walter, was für ein Glück. Wärt ihr so nett, meine Petition zu unterschreiben? Wir müssen gegen die Armut in Albion kämpfen. All das Leid in den Straßen und der König tut nichts. Man muss ihn dazu zwingen. Gut und schön, aber ich bin nur ein alter Soldat. Mein Name bewirkt gar nichts. So schaut's aus. Aber vielleicht würde der Prinz hier euch weiterhelfen. Oh, dann. Das wäre herrlich, Majestät. Das wäre wirklich die größte Ehre. Ja. Ich sollte gar nicht hier sein. Verpiss dich. Hau ab, du Arschloch. Geh weg mit der Kacke. Ich will nichts von dir hören. Nicht gerne. Aber wie wäre es damit? Sicher zitiert wurde, dass ich nicht alt werde. Und ich hatte mich drauf gefreut. Das war wirklich nicht nötig. Och. So stelle ich mal die Aktion gar nicht. Ihr seid jung und habt ein Recht auf Vergnügen. Aber ihr müsst erkennen, dass Wichtiges auf dem Spiel steht. Ja, vielleicht weiß ich das ja. Heutigen Kampftraining klar. Kommt. So, bevor wir das Kampftraining jetzt hier machen, mache ich erstmal hier einen Schnitt und sage bis gleich. Tschüss.